go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood cause this? Stay away from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait! No! Elizabeth! Yeah. Minus 2000. Okay, sammle die Zutaten für das Gegengift. Beschaffe dir von Lord Redgrave einen Tropfen von Williams Marshalls Blut. Aber Lord Redgrave ist doch tot. Beschaffe dir von Joel einen Tropfen von Königs Arthurs Blut. Suche in der alten nach Insulin. Okay. Also wir müssen jetzt 3 Sachen machen, um das Gegenmittel zu finden. Und sie war komplett schockiert davon, dass ihr Gift oder ihr Blut dafür benutzt wurde, sozusagen die anderen zu heilen oder wo die sie verabreicht wurden. Dazu wollte eigentlich noch Rainbow noch eine Runde Livestream, aber wir machen jetzt erstmal Vampire fertig. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Das ist ja die Frage, ob ich einfach durch kann oder ob ich ihn erst besiegen muss. Wir machen zuerst das hier vorne, im West End. Kopfschmerzen können noch rein. Erschöpfung geht noch rein. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Good evening, old chap. I won't. Tell me. What the have you sp no. Are you? Yes. Ja, der Typ ist halt überkrass hier. Do you need... So. Ihn halten wir nochmal, damit wir ein bisschen von diesen minus 2000 Punkten wegkommen. Aber wir haben ja gar keine Punkte gekriegt, dadurch, dass wir ihn verwandelt haben. Wir haben ja sozusagen noch Punkte aufgegeben. Verstopfung kann ich gar nicht heilen. Habe ich gar nicht... Ach, habe ich gar nicht mehr, okay. Wir machen das mit die Hauptmission weiter. Das ist nicht hier, irgendwie was. Katerina. So, und der erste Club, da hat er gesagt, dass er uns komplett auseinandernehmen wird, dass er uns komplett töten wird. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ja, und viele Leute, die angesteckt wurden, die wahrscheinlich auch Leute anstecken können. Ihr wisst, was ich meine. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Warte, wir machen nach der Attacke gleich weiter. Hihi. Wir müssen nur gucken, ob wir noch hier haben. Ausdauer nur. Fuck. Nur 6 Schuss. Dann wechseln wir bitte die Waffe an. Ach, gut, Digga. Ja, der ist voll empfindlich gegen Dude angefangen. Auf jeden Fall wieder mal was herstellen. So, hier sind wir auf jeden Fall im Escalon Club. Finde Redgrave. Ja, jetzt klingt die auch alle mal endlich beklauen. Der Escalon Club, da sollte ich ja mal Respekt zeigen und so. Achso, Lord Redgrave war ja nicht den, den ich töten sollte, sondern Lord Redgrave war der Oberboss, Alter. Das ist gar nicht cool. Das ist gar nicht cool. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Stop this. I see. Well, and thank you. If you manage to save this city, you'll prove yourself. Kann ihn nicht noch töten? I have you. Ach krass, okay, ich dachte, der Typ ein paar mehr Kämpfer. Hätte ich eigentlich nur reinnehmen musst und dann nach rechts. Dann hätte er mich auf der Treppe wahrscheinlich ja nicht mehr angegriffen. Nun, das war ja relativ einfach. Ich dachte, dadurch, dass er mich jetzt hasst, sind hier übelst viele Leute. Aber war ja gar keine da, nur einer. Jetzt müssen wir zu den anderen. Und am Ende gehen wir einfach ins Hospital, würde ich sagen. Und ja, die Frage ist, wollen wir uns nochmal krass gehen? Wollen wir jetzt noch ein paar andere Gebiete töten? Sie können die auch töten. Krass, dass es so lädt. Aber das Spiel ist ja schon immer abgekackt. Als ich zweimal die Karte geöffnet habe. Und wie weit laufen die mir hinterher? Und dann fahrt jetzt los. Weil die Tore sind halt immer die Gebiete uns, die feindlich. Das heißt, dass hier komplett viele Menschen sind, die mich angreifen. Und ist alles im Arsch. Selbstverständlich, weil ich ja auch alle zu töten. Mal gucken, wie weit die uns nachhängen. Wenn ich jetzt mit denen abzugeben auf dem mein Level ist totaler Blödsinn. Alter, der ist krass. Dann müsste sich da auch nur 5 Punkte kriegen. Hier kommen wir, glaube ich, durch. Hier kommen wir nicht durch. Dann kommen wir jetzt nach rechts oben. Die jetzt schocken können. Man kann sich natürlich auch anschleichen, man kann die schocken. Und dann kann man sie auch beißen besser. Ich muss aber in die Richtung rein. Das können wir aber easy schaffen. Das sieht hier komplett anders aus, alles. Ja, wenn ich jetzt gerade durchlaufe, ist das richtig? Ich muss hinter mir lang. Also, hier muss ich hin, ich muss zum Weißen. Da muss ich hin. Ich fahre jetzt halt irgendwie in die falsche Richtung. Das ist am klügsten, ne? Und dann nach links. Das geht so, ja. Ja, die Straßen sind nicht immer der sicherste Weg, dass man dann noch rankommt. musste ich hier auf jeden Fall nach unten. In der Hoffnung, dass keine Tür kommt. Kein Tor. Lassen die dann noch irgendwann ab. Bei dem Vampir bin ich mir zwar nicht ganz so sicher. Gucken wir mal, ja, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Da können wir jetzt auf jeden Fall schnell hin. Wir haben an den ganzen Kämpfen vorbei, man kriegt bloß noch 5 Erfahrungspunkte hier. Wenn ich schnell durch die Sackläufe lese. Problem ist, dass ich halt keine 5 Erfahrungspunkte brauche. Was soll ich jetzt suchen eigentlich? Was steht hier? Ich schaffe dir von Geoffrey McCullum. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Alter, Level 34. Jetzt sind die auf meiner Seite, Alter. Da siehst du, Alter, hab ich doch gesagt, Mann. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as true. I have a vampire. Do not enemies. Thank you. Indeed. Have I? Will you? You're no. What? Man. Well, yeah. And cop. Do not. Nice, und eins, was uns jetzt noch fehlt. Können wir hier durchnehmen. Eine kuriose Formel. Okay. Für Erfahrungspunkte, egal. Jetzt die Frage, wie komme ich am besten durch, wenn ich jetzt hier wieder zurückrenne wahrscheinlich. Ich muss auf jeden Fall wieder zum Hospital, super, weil im Hospital wollte ich wieder herstellen. Das ist geil, wenn man hier noch Ausdauer hat, kann man hier schön durch die Stadt. Lädt dann halt zwar immer. Muss dann halt immer kurz warten. Jetzt ist es halt so selten, dass das lädt, man das jetzt macht. Wahrscheinlich weil ein paar Stadtgebiete, du wechselst ja immer hin und her zwischen glücklich und... So, jetzt ist die Frage, ob ich hier lang laufen soll. Dann könnt ihr die auch alle töten. Wenn ich die alle töten würde, dann fahren wir jetzt vielleicht, weiß ich nicht, 50 Gegner, 5x5 sind 250 EP, die kriegen wir dann maximal. Und ja, alles, was ich skillen muss, kostet mehr als 1000. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt noch was passiert. Ich muss hier nach Insulin suchen, was. Wenn ich die hier töte, weg. Der Obervampir. Mal gucken, was noch so alles kommt. Wenn der nächste Boss so krass wird oder so. Zeigt nach unten. Wir müssen jetzt hier mal das... Ne, zeigt nach unten. Jetzt sind wir auf der richtigen Höhe. Hä? Was soll denn das sein? Hinten. Draußen was? I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Da drin, ich glaube, das ist auch komplett verflucht oder so, so viele Feinde drin. Deswegen ist da keiner von den letzten Leuten. Aber mal gucken, wir werden jetzt mal kurz reinschauen. Und gucken, ob wir da das letzte finden. Okay. Hier muss ich jetzt nach oben, also über mir in dem Raum anscheinend. Scheint das Insulin zu finden, zu Sarah rein. Dann gucken wir doch einfach mal da. Okay. Ihn angreift, man sollte gar nicht, man sollte ihn angreifen. There it is, insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Jetzt haben wir nur noch einen Schuss, das ist kacke. Also ja, wir müssen jetzt zurück zu dem Unterschlupf und dann haben wir das Insulin. Wir haben das Blut eines Königs und wir haben das Blut von dem Marschall. Und können das alle drei zusammenmixen zu dem Gegenmittel, was wir denn dieser Harriet verabreichen müssen, die in der Kanalisation wohnt. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie das so läuft. Die muss ich wahrscheinlich auch kämpfen, die wird sich ja nicht wehrlos verabreichen lassen. Und dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Weil damit wäre das Spiel dann theoretisch quasi durch, weil wir ja die Epidemie halt ja, aufgehalten haben, quasi verhindert haben. Damit sind dann alle Bezüge theoretisch rettet. Die kann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich nach dem Spiel, wenn ich das Spiel quasi durch habe, die Hauptstory, die ganzen Nebenquests noch machen kann oder ob ich das Spiel komplett durchgespielt habe und danach vorbei ist. Das werden wir aber sehen. Wenn ich die Gegenmittel gleich hergestellt habe. Hier ist anscheinend aber noch keiner gestorben. So, und sie ist auch nicht mehr da. Ja, aber es war die einzige Chance, ihn am Leben zu lassen. Was würde ich jetzt mal? Ach, ich wollte die herstellen. Lass mal heute gucken. Wenn ich hier was herstellen. Ja, auch so was kacke. Also Blut ist geil, ne? Jetzt kann ich Migräne sogar heilen. Alle anderen Sachen. Hier geht's ja noch irgendwas herstellen. Ja, immer Erschöpfung. Hier unten aber nicht. Na gut. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. So, liebe Leute, dann herzlich willkommen zu den Versuchskaninchen. Aber warum sind jetzt hier C-Positionen? Achso, als C-Eingänge in die Kanäle gibt. Jetzt die Frage. Das wird wahrscheinlich der Endkampf sein. Und er wird auf jeden Fall stärker sein als ich. Da hätte ich noch ein paar mehr töten müssen. Deswegen habe ich überlegt, ob ich, wenn ich zu den Dogs komme, ob ich da noch mal ein paar mitnehme. Hä? Dann nach rechts. Das hat sich total einen Haufen Mist verwandelt. Oh Mann, Bruder. Was ist er denn, Alter? Da steht er einfach. Was ist das denn für ein Mut gewesen von ihm, Bruder? So, wir müssen hier durch diese verfickte Tür. Schnell. Jetzt sind wir hier unten an den Docks. Müssen wir nur durchlaufen, nur durch. Wir sind zwei Vampire. Nee. Das sind Menschen. Okay. Na, lassen wir die am Leben. Wir müssen sonst noch mal gehen, nachts schlafen. So, Western Dogs. Das muss wirklich gleich da sein. Da unten scheint der Eingang zu sein, die müssen wir auf jeden Fall ficken. Ich doch nicht. Okay, und hier 20 Meter ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Nice. So. Ich bin mal gespannt, wie weitergeht. Sind wir hier im Kanal? Und kein Wunder, wenn ich Glück bin, habe ich wahrscheinlich auch die Ladezeit noch rausgeschnitten. Damit die Videos nicht so lang sind. Jetzt ist die Frage, wie, was, wo komme ich hin? Wie komme ich da am besten hin? Ich würde durch den längsten Eingang genommen. Kann ich jetzt noch irgendwo drehen? Nee, oder? Wie war denn das? Ich muss hier unten lang. folosită, nici tu să pasaură. Okay, Leute, starke Orientierungsprobleme bei den Nuclear Games. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ne, Quatsch, hier unten lang. Genau. Dann hoch. Da nicht. Da. Also schon mal in der bisschen Umgebung. Hier wohnt irgendwo die Harriet und jetzt müssen wir gucken, was das war. Da hinkommen, das wird auf jeden Fall übel, da werden bestimmt viele Leute sein. Ich bin gespannt, ob wir den Kampf schaffen. Wenn jetzt zu stark wird jetzt echt doof, dann müssen wir wieder zurück und es gehen. Mhm. 42 Meter, Bruder, wo muss ich hin? Nach oben, nach unten, wahrscheinlich nach unten. Never. Da hinten lang? Keine Ahnung, wo. Guck mal einfach, wo ich lang muss. Und mit der Orientierung in dem Spiel finde ich eh nicht so geil, muss ich sagen. Also echt ganz ehrlich. Die Aufzieht mir schon verloren habe. Das sieht schon besser aus. 50 Meter. 40 Meter. This place has been ransacked. Ich finde Harriet Jones einfach nur meine Vampirsäule. They've all been slaughtered. Pre-one. No, not their style. Harriet. Wir kommen wieder zurück wahrscheinlich. Folge der Blutspur, okay. Ja, das ist eine riesengroße Blutspur. Die führt auf jeden Fall da nach hinten. Oder okay, hier. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Ja, wie kommt er nicht raus? Also die kommt ja nicht raus und hinterlässt so eine riesen Blutspur. Was war denn hier? Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original character. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss. my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. You tricked me. Very soon you'll come to know that be brave. Okay, there's some fixer, Okay. What's die Route, wo ihr die da lang kann? Der Typ, Alter. This is despicable. Nochmal kurz hier halt, Alter, jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend, Leute, jetzt wird's spannend. Ach du Scheiße, da ist er. Jetzt sich Oso verwandelt. Genauso wie Doris Fletcher. Mal gucken, welche Level sie ist. Doris Fletcher war überstark. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. Oh, my poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? What criminal? I was a good. What? What? Was ist hier los? Was hier passiert? Wir müssen mal kurz die Waffen tauschen. Das ist jetzt natürlich geil, dass wir jetzt keine andere Waffe haben. Wir haben noch die hier. Aber nehmen wir noch ein bisschen Schuss dafür. Was, Alter? Jetzt kämpfen wir gegen den roten Avatar. Die rote Königin ist differfair immer sehen. Ja. Haben wir jetzt irgendwas Ausdauer? Wir haben hier noch Blut. Ja, nach oben haben wir Blut und nach unten haben wir Heilung. Ach nee, Heilung haben wir nicht, Ausdauer haben wir nach unten noch. Die Scheiße. Gucken, was der Ulti bei ihr bringt. Okay, das sieht übel aus. Okay, mal gucken, was der Ulti bringt. Der zieht auf jeden Fall ein bisschen ab. Sie ist Level 41, sie ist auf jeden Fall. Monat übelst. Komm schon, komm schon. Ja! Die Uhr war. Kleines Raute. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Nice. Then go back to sleep, my queen. And smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over. I have avenged my poor Mary. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs. Also klar, noch was gehen, geht nicht viel weiter, aber wir haben das Spiel durchgespielt. Die Rote Königin war die Epidemie, die dafür gesorgt hat, dass hier alle Leute gestorben sind in London und so. Und jetzt leben wieder alle friedlich, jetzt wird wieder Ruhe einkehren. Darum ging es mir auch als Arzt, deswegen bin ich auch dahin gekommen, als die Epidemie aufzuhalten. Und als Vampir wurde mir einfach die Möglichkeit geschaffen, mich wirklich alleine auch zu schaffen. Und dass das eine Vampir-Epidemie ist, die sich mit der spanischen Grippe halt gemischt hat. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now, my craving for blood remains. Red like hate, red like hunger, red as life and death, passing from one immortal to another, from predator to victim. patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Wir haben ja noch nicht rausgefunden, wer unser Master war. Wer hat uns denn verwandelt? Das haben wir noch nicht rausgefunden. Und ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen zweiten Teil. Aber das sieht ja episch aus. Ist das vielleicht ein Cliffhanger auf den zweiten Teil? Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry.